Willkommen zurück zu Yarkakun 2. Wir haben eine weitere Princess Vine in diesem Abschnitt hier gefunden. Ich denke, wir versuchen erstmal die, vor der wir direkt vorstehen. Wenn es nicht ist, müssen wir nochmal in den Wald rein. Das sieht richtig aus, weil wir in ein größeres Gebiet kommen. Okay. Blaze, Level 3. Aha. Soweit, so gut. Schauen wir mal, wie viele Abzweigungen wir dieses Mal haben werden, zwischen denen wir wählen dürfen. Erstmal haben wir hier schon wieder die Keys-Boss, also ist auf jeden Fall noch nicht das Boss-Level. Was schon mal kein zu gutes Zeichen leider ist. Außerdem ganz viele Feuerkäfer. Die sollten zumindest leicht sterben, wenn sie mal in den Kampf gegen uns treten sollten. Lovely Gem. Oh, das finde ich schon mal gut. Müssen wir zu verkaufen. Da wäre auf jeden Fall eine Princess Vine in Sichtweite. Aber ob das unser Ziel ist, ist die andere Frage. Ah, hier sind zu viele Gegner. Lasst mich durch. Keine Lust, gegen euch alle zu kämpfen. Brav. Erstmal die ganzen Abzweigungen hier vorne erkunden. Mal gucken, was sich hier sonst noch so alles befindet. Wie dieses Bitter Mugwort, das total wichtig für unser Leben war. Oh. Der hat uns gesehen. Wackelt uns auch langsam aber sicher hinterher, ist aber ziemlich dämlich dabei. Hier ist eine Sackgasse, wir sind tatsächlich zu der Princess Vine hingekommen, falls wir denn dahin wollen. Wie gesagt, gucken wir erstmal die restliche Umgebung hier an. Vielleicht gibt es tatsächlich nur diese eine Princess Vine hier, das wäre schön. Das sieht schwer danach aus. Hier scheint nichts mehr zu sein, sonst... Ja gut, dann gehen wir wieder zu der Princess Vine zurück. Und versuchen hierdurch ins nächste Gebiet zu kommen. Hi, mein Freund. Tschüss, mein Freund. Zoom. Zoom. Alles schön am Leuchten und am Blinken hier in dem Wald. Dabei ist es doch der Wald der Dunkelheit. Also entweder gibt es hier nochmal jetzt gleich eine Abzweigung oder wir haben da irgendwas übersehen in dem Abschnitt, in dem wir gerade waren. Blaze Terminus. Das klingt richtig. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo den Boss, oder? Nicht? Aber... Keys-Boss? Okay. Ha. Ich bin gespannt. Erstmal haben wir hier noch Bitter Mugwort, nehme ich mit. Da vorne waren, glaube ich, yep, AE-angreifende Zyklopengegner, die ich nach Möglichkeit gerne vermeiden würde. Weil die ziemlich nervig viel Schaden machen können an Zauberern. Und wir spielen zu viele Zauberer, um uns mit denen einfach so im freien Feld anlegen zu wollen. Oh, ein Org. Her damit. Karma Man, leave forest. Ja, den Text kennen wir schon. What? 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 Oh, no. Ja, ja. Auf in die Schlacht. Und ist es tatsächlich ein, Lusch oder... ach, so ein Fisch. Okay. Ja, was macht er? Shockwave. Oh, oh. Das ist aber auch ziemlich gut. Dieser Shockwave habe ich eigentlich immer sehr gerne früher benutzt. Shockwave ist ein ziemlich guter Angriff, wie man sieht. 144. Und irgendwie Luna drauf. Also ich würde mich gar nicht beschweren, den Typen da zu bekommen und in unser Team quasi aufzunehmen. Shockwave wäre ein ziemlich netter Angriff, den ich gerne unserem Super Lush hier in der vordersten Front geben würde. Komm, Strike! Und... Burn Crash! Statt Burn Crash. Burn Crash halt immer nur einen trifft, was manchmal etwas unnütz sein kann. Windseite, ihr kriegt auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte mit. Mal die Art drauf. Swamp. Und dann eine finale Dark Attack. Sehr gut. Rekrutiert! Shockwave erhalten. So gehört sich das. Okay, ein paar Punkte. Und Kokon aufgehoben, Ring in den Raum des Lebens. Naja. Hallalala. Bei denen ist immer Party. Tja, ich sehe hier nur einen Gang, also gehen wir mal durch den einen Gang. Ernsthaft? Das war falsch. Ich hab's befürchtet. Okay, dann. Bring mich wohl mal hier raus. Jesus. Ich hab gehofft.
Aber ich habe mich verirrt, wie es aussieht. Jetzt Lading. Dann gehen wir nochmal zu Kikinak. Hey Kikinak. Ich würde gerne verkaufen. Unser Inventar wird nämlich langsam aber sicher wieder ein bisschen volllaufen hier. Bitter weg, Bitter weg. Einmal Melz wieder weg. Und dann verkaufen wir die ganzen Gems, die wir eingepackt haben. Hellfire Book kann weg. Eins behalten wir mal. Steelwall Book kommt mal weg. Sharp Book kommt weg. Ach, den Rest behalten wir erstmal. Ja, ja, immer noch. Da hat sich nichts dran verändert seit dem letzten Mal. Und zurück in den Throne Room. Ja, der Thronraum. Ja. Und ein weiteres Mal. Zurück in den Wald des Feuers. Hisch. Der entwickelt sich ja schon zu einem zweiten Erdwald, so nervig verteilt's gerade. St. Elmos Feuer Level 1. Tja, irgendwo müssen wir was übersehen haben in den Wäldern, in denen wir drin waren, schätze. Ich meine, hier gibt's immer noch einen Princess Vine Ausgang, den wir nicht genommen haben, aber. Ich denke mal, das ist nicht der Weg, den wir nehmen sollen. Erstmal müssen wir jetzt wieder hier vorne rum. Hier gibt's nur einen Ausgang. Ich meine, das ist simpel. So, und ich denke mal, der Weg, den wir beim letzten Mal genommen haben, wie gesagt, der war eigentlich gar nicht so falsch. Komma, aber hier haben wir bestimmt einen Weg übersehen in dem... Schneller gewesen in dem Gebiet hier. Hier muss noch ein Weg sein, der uns da rechts in das andere Gebiet führt. Also, wenn man aus der Richtung dieses Waldes denkt, rechts, wenn man direkt gerade auf die Karte guckt, natürlich links. Also wo ist hier noch ein Weg gewesen? Da vorne ist noch irgendwas. Hier war doch eine Sackgasse, oder? Nee, hier geht's weiter als ich dachte. Ich dachte, hier war eine Sackgasse. Beziehungsweise ich dachte, hier würde es... zu der Princess Vine da vorne gehen. Okay, da ist die Princess Vine, die wir mussten. Problem gelöst. Dann wird das hier. End of Blaze. Yep, da ist es. Unser Ziel sein. Okay. End of Blaze. Dann suchen wir mal den Boss. Lovely Gem. Das ist nicht der Boss. Nicht mal ansätzlich den Boss. Geh weg. Blödes Viech. Boss. Boss. Da ist er. Okay, wir sind voll geheilt, denke ich. Ich meine, wir haben überhaupt nicht gekämpft, seit wir hier sind. Ja. Also dann. Feuerboss in den Kampf. Schauen wir mal, wie stark der ist. Erstmal eine Barriere aufbauen, wie sich das gehört. Was macht er? Killer Chance. Critical. Boah. Ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Er hat meinen Barry angegriffen, keinen unserer Zauberer. Also Eviluna drauf. 122. Oh. Nimmt Schaden, aber nicht übermäßig viel. Oh doch. Ist ganz okay. Feuerseite. Zeit für eine Brettseite. Valiluna. Können die irgendwie... Ach ne, Moment, das ist Valiluna. Oh, die Barriere hat sogar gehalten. Okay, der Typ hat kein Problem, habe ich so das Gefühl. 127. Von der Breitseite. Comet Strike. Der Typ wäre kein Problem, wenn unsere Angriffe einfach treffen würden. Team, greift bitte an und trefft. Killer Chance. Okay, Agni Agna drauf. Ist er schon über die Hälfte tot. Comet Strike. Sehr gut. Und Bug Crash. Hm. Oder auch nicht. Killer Chance. Aha. Okay, neue Barriere aufstellen. Eviluna, wie gesagt, ich sehe überhaupt keine Gefahr momentan in diesem Boss. Nochmal Eviluna drauf und dann darf unsere Wasserseite, schätze ich, eine Runde regenerieren. Wasserseite, euer Job. Oh, eine Valiluna, der ist auch nur Rang B, ist ja lächerlich. Geht die Barriere noch nicht mal. Einmal die Shoes. Jawohl, einmal wieder Medinite.
Und dann natürlich Valudide. Nuke. Mal gucken, ob es so umbringt. Oder ob er noch ein bisschen leben darf. Er darf noch ein bisschen leben. Dann darf unsere Windseite auch noch attackieren. Ein tödlicher Maldiaktschlag. Aha, 83. Und da ist er explodiert. Oder sowas ähnliches. 2000 Erfahrungspunkte. Level up. Level up. Level up. Haha, sehr schön. Der letzte Schlüssel. Warum fragst du so dumm? Du weißt, was das ist. Frag nicht so dämlich. Wow. Schön, wenn die Dialoge sich nicht merken, dass man schon weiß, was sowas ist, weil man die anderen drei Wälder vor diesem letzten vierten gemacht hat. Red Crystal aufgehoben. Wunderbar. Ich mag, wie die Animation da die ganze Zeit vorne im Bild rumflitzt. Ach, ich hätte die Keyspots vielleicht mitnehmen sollen, wa? Deswegen flitzt er die ganze Zeit vorne im Bild rum. Wir haben die Keyspots. Guten Morgen und tschüss. Wo ist denn die Princess Vine? Ich müsste sie zwar nicht nehmen, aber ich möchte es tun. Lovely Gem. Lovely, lovely, lovely. Da vorne ist auch noch eine Ogre Vine. Mit einem weiteren Hellfire Book. Ah, da können wir glücklich sein. Nicht wahr? Nicht wahr? So, und jetzt können wir endlich den Weg entlang gehen, den wir beim allerersten Mal genommen haben, der uns zum Boss führen sollte. Aber vorher eine schnelle Runde Go Temple. Regeneriert zwar sehr wenig, aber Hauptsache wir haben wieder ein volles Team. Schwump. Dauert ja nicht lange, mal eben die zwei Bildwechsel hier zu machen. Auch wenn er ganz kurz laden muss. Und wieder rein. Nun laden. So. Zeit, diese Dunkelheitswälder hier zu beenden. Und den Eintritt zum letzten Boss zu gewähren. St. Elmos Feuer Level 1. Da sind wir wieder. Jo. Karma gucken. Kein Karma. Verwirrender Kameraschwenk. Sehr gut. Hat alles wieder effektiv funktioniert. Und nochmal Karma gucken. Kein Karma. Schade. Hätte klappen können. Okay. Orks, die mir im Weg stehen. Keine. Perfekt. Das finde ich doch mal angenehm, wenn wir einfach geradewegs durchlaufen können. So, und jetzt nehmen wir wieder hier die Princess Vine in der hinterletzten Ecke dieses Gebietes. Wo wir wieder durch ganz viele Gegner durchrennen werden müssen. Auch hier nix. Nicht sehr spendabel, der Wald. Nachdem wir ihn schon einmal ausgeplündert haben. Ausrufezeichen! Lass mich in Ruhe. Ich hab sowieso nichts Sinnvolles. Melzalexia 5. Ja, brauche ich nicht. Oh, ernsthaft? Der hat mich erwischt? Na gut. Müssen wir halt eben besiegen. Das ist nur ein Feuercaster-Team. Agni Agna! Ha! Hat sogar direkt einen gekillt. Comet Strike! Und Burncrash. Ah, oh, Burncrash. Toll. Dann kriegen wir ein doppeltes Agni Agna ab. Nicht, dass sie so viel Schaden machen würden. Oh, 69 Schaden. Oh. Und Attack. Oh, 17 Schaden. Oh. Ja, dann Erdseite. Macht mal euer Ding. Während ihr von den Zauberern angegriffen werdet. Und dann auch noch von allen, die angegriffen werden könnten. Barry. Ja. Der Tank der Gruppe da vorne. Ja, wen willst du töten? Ulviluna. Das ist die Qual der Wahl hier. Und wieder volle Regeneration bitte. Tissues. Und Medinite. Und dann beenden wir es mit Valudide. Nuke. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Problem gelöst. Oh, ein paar Punkte für uns. Und ja, hier vorne waren wir noch gar nicht. Also gucken wir mal mindestens eben in den Gang rein. Ah ja, eine Ogre Vine. Haben wir was Sinnvolles hier? Nö. Ha,
Das, ja, ne? Also, wenn sich das nicht gelohnt hat, weiß ich auch nicht. Das war der beste Seitengang, den wir bis jetzt noch nicht erkundet haben. Vorne ist auch noch ein Seitengang gewesen. Und diese Ogrevine habe ich auch nie betreten, aber auch die ist leer. Jesus, was ist denn hier los? Die hätten ja auch wenigstens mal irgendwas reinpacken können. Da ist noch eine Princess Vine, die offensichtlich in der Sackgasse sein muss. Weil alles andere haben wir schon. Alles Wichtige. Und wir wissen, wo die Barriere ist, wo wir hinwollen. Also gehen wir mal hier vorne durch. Zu einem Nichts. Hm. Gehende Leere. Ist ja auch... Ne? 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 Dankeschön. Ja. Da ist tatsächlich auch noch eine Ogrevine mit einem Steel Wall Book. Oh, nehme ich. Da! Ich dachte, ich könnte hier weiterhin um ihn rum. Ach, ich bin weiter um ihn rum getanzt. Der andere hat uns erwischt. Dreck. Common Strike-Viecher sind an uns rangekommen. Ja gut, die machen ja eh keinen Schaden. Common Strike, Common Strike, Common Strike. Na gut, sie machen schon Schaden, aber nicht genug, um irgendwie gefährlich zu sein. Agni Agna. Immerhin halten so ein bisschen mehr aus. Common Strike, einen erledigt und Bun Crash. Gut, dann die Seite hier. Common Strike, geht daneben. Common Strike, 56. Eine Barriere vors Gesicht knallen und dann würde ich sagen, machen wir mal eine Menge Schaden mit Ulvi Luna. Huh. Und nochmal Ulvi Luna. Ja, ne? Wasserseite. Einen könnte er umbringen und dann könnte er noch ein bisschen regenerieren. Comet, Comet. Hat tatsächlich die Barriere gekillt. Ich glaub's ja gar nicht. Das sind immer ein A-Rang-Techniken. Medinite. Und Vanudide. Welchen der beiden willst du umbringen? Den da. Okay. Ich unterstütze diese Entscheidung. Und ich würde sagen, wir bleiben hier drin, damit wir die HP von uns auch wirklich komplett zurückheilen können. Medinite. Jo. Und Vanudide. Die ist was denn? Für das komische Greifvogelviech da vorne. Bams, erledigt. So weit, so gut. So, jetzt wollte ich immer noch hier vorne in die beiden Ogrevines noch schnell reingucken, die wir schon mal erkundet hatten, für Bitter Mugwort und für... wahrscheinlich gar nichts. Nein, für ein Sharpbook. Na, immerhin. Besser als gar nichts. Ja, die scheinen aufgehört zu haben, uns zu jagen. Gehen wir jetzt einfach mal hier rein. So, Barrieregebiet. Nun Lading. Hellfire, Level 1. Ja, geh weg. Gegen dich will ich garantiert nicht antreten. Hm. Gegen dich muss ich wohl antreten. Naja, wir haben Initiative. Ach, volle Feuerbreitseite, bitte. In der Hoffnung, dass Totenkopf, wie ich das sofort umzugeben. 60. 124. Critical! Nice. Ja, dann Wasserseite. S-Technik trifft das gesamte Team. Es musste passieren. Es musste passieren. Es ist so. So ein Sch. Ein dreckiger Sch. Technik. Vor allen Dingen wilde Gegner, die erst die Atmomanite können. Einfach eine prozentuale Sofort-Tod-Chance gegen eine komplette Seite hat. Das ist so lächerlich. Nur für die Scheiße soll man sich da... Ach, jetzt habe ich noch nicht mal mehr Citron Powder dabei. Jetzt muss ich das im Kampf machen, den wieder zu beleben. Gott. Nur für die Scheiße soll man sich extra in alle seine Viecher reinzüchten, dass die instant totimmun sind. Das kann man machen. Aber ernsthaft, das ist doch so ein Scheiß. Hey, it opened. Let's go. Ja, machen wir. Yay. Oder kann Tender Herb wiederbeleben? Ich glaube nicht. Ich meine nicht. Guck mal. Tender Herb, kannst du wiederbeleben? Nö, kannst du nicht wiederbeleben.
Müssen wir gleich im Kampf machen, natürlich. Was auch sonst. Müssen wir nur ein paar geeignete Opfer für finden. Wie dieses geeignete Opfer da. Karma Man, leave Forest. Ja, wir kennen deinen Text schon. What? Karma. Mal gucken, wen wir dieses Mal hier haben. Den S-Angreifer. Der Orgs. Worin wirst du dich verwandeln? Devil Shoe. Ach du Schande. Ach du Schande. Oh, ich sehe uns schon den Wald verlassen. Atmo Manite. Haben wir den Kampf überhaupt gewonnen? Und unser Caster ist tot. Common Strike, geht daneben. Super. Burn Crash. Immerhin. Ein Angriff hat schon mal getroffen. Wie wär's denn mit einem Resurrect Book? Den kriegen wir wieder. Sehr gut. Wir kriegen Caster wieder. Atmo Manite. Mal gucken, wie viele dieses Mal sterben. Atmo Manite. Puh, alle haben überlebt, ein Glück. Okay, Agni Agna. Okay, 122. Comet Strike. Burn Crash. Okay. Weiter geht's mit Atmo Manite. Mhm, sowas. Und unser Frontmann ist tot. Agni Agna. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse, hasse, hasse sie. Common Strike. Geh mal auf die Erdseite rüber. Oh, er geht mal in. Schmerzen. Warum nicht? Geh mal auf die Wasserseite rüber. Aha. Medinite. Jo, läuft. Und Valudide. Nuke. Wir bleiben einfach mal auf der Seite, weil es viel Spaß macht. Atmo Manite. Mal gucken, wer dieses Mal stirbt. Niemand. Yay. Medinite. Bringt zwar nichts, aber hey, Medinite. Und Valudide. Gott, diese Drecksviecher. So, und dann. Nee, das bringt nichts. Wir bleiben hierbei. Nachher geht der Angriff noch daneben. Wenn wir jetzt Hans benutzen. Sehr gut, keiner gestorben. Und das war's dann. Und wir müssen definitiv den Wald verlassen. Definitiv. Keine Chance, so weiterzumachen. Gott, wie ich diese Viecher hasse. So ein Dreck. Wer sich überlegt hat, dass das eine gute Mechanik wäre. Gott, erschossen. Devil Shoe aufgehoben. Ey. Drei Kiesboss haben wir bereits. Ja. Okay. Sobald hier ein Gegner ist, in den ich reinrennen muss, wird sich sofort raus teleportiert. Was haben wir hier Feines? Sharpbock, nehme ich mit. Und dann wäre da eine Princess Vine. Und diese Princess Vine bringt uns ins Bossgebiet, ja. Also das ist der Weg, den wir gehen müssen zum Boss. Hundertprozentig. Das ist schon mal gut zu wissen. Problem ist, wir können diesen Weg nicht weiter vor... Nein! Huh? Well, if it isn't go, what might you be doing in such a place? Nein, ich hab vergessen, dass der Kampf ja sofort anfängt. Hey, is that you, Wu? Why are you here? Wir sind so tot. Did you get trapped in here? Wir sind so tot. Don't be silly, it's because of the Disciples of Darkness.
Yeah. Oh, I get it. I see. Mm-hmm. But you look identical. Yeah. I thought you were the real one. Mm-hmm. Hey now, Sonny. You don't get it at all. I am the real one. See? Was war das denn für ein Geräusch? Kau, just what is strength? I couldn't change the world. Though I thought I could do it if I got stronger. But that was foolish thinking. Couldn't change a thing. After all, the strength of me alone is pitiful. The strength of all mankind, too, is pitiful. Beast hunters may fight, but Kalma will finally wipe out humanity as long as Elrim has the will. Mm-hmm. My hometown of Golan was once swallowed up by bugs and the forest. This I could not change. Ja, ich weiß, wir kennen deine Geschichte. Do you intend to do? Accept destruction? Or keep resisting? Knowing it is futile. Ich würde gerne einfach den Wald verlassen, wenn das gut wäre. I don't know much about strength or Elrond or such, but I want to live. No, I can't give up. I don't want to give up. Woo, let's fight. Mhm. Das kann nur gut gehen. Wir haben Items dabei, aber nicht viel, was uns wiederbeleben kann. I'll never give in to darkness. Show me that will to live that you keep yapping about. Mhm. Ja, wir hatten irgendwo noch einen Full Heal Book. Da. Full Heal Book. Schauen wir mal, wie wir wieder kriegen. Okay, wir haben zumindest eine volle Erdseite dadurch. Das ist schon mal ein bisschen was wert. Die machen dann Crash. Okay. Na dann barianen wir mal, würde ich sagen. Barian. Und fangen mit Ulti Luna an. Boah, wir haben ordentlich was an Büchern mitgebracht. Also benutzen wir wohl ordentlich was an Büchern gegen die Viecher, hä? Ich hab das wird. Hellfire Book. Hau raus. Hellfire Book auch Soldona genannt. Crash. Crash. Und ein Crash. Okay. Barian. Hau raus. Okay, Ulviluna. Mitte ist weg. Ulviluna. Er ist der Schild down. Dann gehen wir mal heilen. Schauen wir mal, was er auf seiner Erdseite so macht. Valudide! Okay, zweiter Schild weg. Sehr gut. Leider haben wir keine MP-Regeneration, was sehr, sehr unpraktisch ist. Karma C guckt sich dumm um. Das ist okay. Achso, er kann wieder mitreden. Das ist jetzt nicht so gefährlich. Das Parameter sind gestiegen. Bla bla. Parameter, 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 Parameter. Er hat jetzt auf jeden Fall keine Mitte mehr. Also wenn unsere beiden Zauberer sich entscheiden, seine Mitte anzugreifen, dann war's das. Doppeltes Maltianer wird wahrscheinlich unsere Barriere killen. Hm? Barian. Ulviluna. Okay. Nochmal Ulviluna. Hau ihn weg. Ja. Yep. Okay. Bleibt der Boss. Und das ist der Feuerboss. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie werden wir das hoffentlich gebacken kriegen. MP Back plus plus Buch. Steel Wall, Sharp, mehr Speeds. Drops Attack of Enemy. Das hier ist momentan unsere beste Angreiferseite, also. Attacking Book! Tötet ihn! Eine Barriere fürs Team. Und Viluna drauf. Gucken, wie viel Schaden wir machen. Und
138, das ist nicht die Welt. Aber immerhin ein bisschen Schaden. 196. Was auch immer du sagst. Killer Chance. Das war die Barriere. Wir haben außerdem MP Back Plus Plus Buch, also her damit. Nice. Das hat viel gebracht. Oh Gott, der kann mir die Niete. Der Heilwert war so dermaßen weit oben, dass ich ihn kaum lesen konnte. Okay, doppeltes Olviluna. Olviluna. Raus. Willst du das jetzt jedes Mal sagen? Wir gehen mal auf unsere Feuerseite rüber, auch wenn da nur zwei stehen. Killer Chance! Damit wir ein bisschen die MP von unserer Barrierekrabbe hochhalten können. Comet Strike! Ja, macht immer ein bisschen was. Und wieder zurück auf die Seite. Poison Storm. Ugh. Gut, dass er sich vergiftet hat. Ariane. Ulviluna. Okay. Sieht machbar aus, was wir hier haben. Items. Weaken. Schwimpelbuch. Oh, mal Hellfirebook, warum nicht? In der Hoffnung, 100 Schaden anzurichten. Yay, 100 Schaden. Explode. Hm. Hat die Barriere auch wieder zerstört. Ist aber nicht ganz so schlimm. Zack, Barrieren. Ulviluna. Okay, nochmal Ulviluna. Wegen der Sonne. Dann. Okay, wie viel heilst du? 152. Das ist. Okay, schätze ich. Schauen wir mal raus, Leute. Ja, 104. Zack, daneben. Cool. Halt die Klappe, Mann. Du gehst mal auf den Keks. Ich mein Scharpenbuch. Hat mal Scharpenbuch raus. Haben wir sonst nichts zu tun. Agni Agna, plötzlich sind wir schneller. 110. Bams, und 99. Killer Chance. Wir haben mehr als genügend Schilde, dass wir ein bisschen von ihm tanken können. Also bleiben wir mal hier. Aua. Okay, natürlich hier doch mein Monster. Drecksack. 109. Comet Strike, Critical, nice! Das war sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal schnell auf die Wasserseite rüber. Ja, die Niete, natürlich. Drecksack. Aber das gleiche habe ich auch vor. Mediniete. Und Valudide, was eben ein bisschen was von seinem Mediniete wieder abnehmen sollte. Und zwar immerhin 107. Hat er sich nur um knappe 40 oder so geheilt. Killer Chance. Ah, Barry kann das ab. Neue Barriere aufstellen, das sollte jetzt so langsam aber sicher sein Ende dann sein. Okay, Ulviluna. Und Ulviluna. Was das? Puh. Glück gehabt. Mit einem dermaßen geschwächten Team in den Bosskampf reinzugehen, ist echt unangenehm. Yay, 24.000. Level up, level up, level up. Ich find's echt ärgerlich, dass unser Bug jetzt nicht die 24.000 Erfahrungspunkte gekriegt hat, deswegen. It is true that you won. Yep. But that alone means only one battle is over. Das heißt, dass wir jetzt alle vier Orbs haben. Does that change the world? Does that change history? All lies within the flow. But merely following the flow is accepting apocalypse. Aha. Was auch immer du sagst. Hey, girl. Hey, Nam. Well, that's not true, Master. Master, you and Kahu changed me. Isn't that right?
That too was merely your accepting the flow of time. Man, changing man, is not. But you paid attention to me. That changed my world. That is true. That was enough. I just wanted to say that. Right, Kahu? The things that people do must be insignificant compared to those of gods. But still, stop struggling, and there's no point in living. Was redet ihr da? Man cannot change man. So doesn't that make each individual more important? No one can deprive me of my feelings, not even a god. Warum bist du überhaupt hier? Meine Fresse, Nam. Well, well. How like you, my feelings? So now, the teacher gets taught. Wu, didn't you teach me the importance of a strong heart? Don't forget it. That is so. So, good luck on your journey. Hey, give it to him! Give him one for me, too! Okay. Und tschüss, ihr beiden. Auf dass wir uns niemals wiedersehen. Wir haben den letzten Ort erspielt. Puh, irgendwie. Das zieht die Folge in die Länge. Freu dich, Mabu, wir haben alle vier wieder. Ist jetzt das Siegel befreit und Mabu kommt aus ihrer Statue raus oder so? So, even great men like that get pretty down too, huh? Huh? Each lives his own life. Live a long time and you're bound to have tough times. But if I listened to Wu, I'd think that I couldn't beat Elrim. People like blaming someone else if things don't go well. Makes them feel better, maybe. It's only people who think that way. Maybe that's why we can't live in the forest. So the fire forest is unsealed. Wanna go check it out? Nicht unbedingt. Ich würde nur gerne zum finalen Boss. Got their color back. Ah, gut bemerkt. Pretty soon now, Kahu, you're gonna be the real chosen one, eh? You okay? It's gonna get rough now. You might even get killed. Eh. Even if they get me, they'll never defeat us beast hunters. Nam and the knights are here. Hmm, indeed. Du meinst, sie können irgendwas. Strong. Humans, I guess, aren't totally useless. That same light. Mabu, are you there? Wie die ganze Zeit. Light and darkness. When you look between. When they are gathered again. Hey, look! The orbs are back to normal. Just like I promised. Kahu, you did well to pass the ordeals of darkness and come back. I shall now summon you as a disciple of Elrim. Das heißt, kriegen wir jetzt eine Licht-Kahu-Form statt eine dunkle Kahu-Form? Well, well. Ernsthaft? I think it suits you. Don't look too tough, though. Well, how does it feel to be a chosen one? Lächerlich. I feel sort of strange. Like I'm fluffy. Wonder yeah. If I'm a bit stronger. Don't be silly. Don't you know what the Chosen One's strength is? Huh? What could that be? Like Fliegen. Powerful magic? Or a laser beam or something? Give me a break. Isn't it your heart? A heart unsullied by darkness? Heart unsullied by darkness? Is that my power? Sheesh. Duh. I don't quite get it. Tolle Superkraft. Anyway, I gotta go and stop Levon. Mit Flügeln. Indeed. You gonna go see that loser Kikinak too? Hmm. Think he's worried? I wanna ask him some stuff, but I'm worried about Levon too. Do what you want. You just might die, so make sure you leave no regrets.
Ja. Das sollten wir ausnahmsweise auf Nico hören, aber diese Flügel. Jesus Christ, warum? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns darauf vorbereiten, den letzten Bosskampf anzutreten, wie es aussieht. Bis dahin. See ya!